Hey Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Stumblegeist, meine Freunde, meinem aktuellen Lieblingsgame. Übelst nice, Leute. Und heute ist ein neuer Season Pass in Stumblegeist rausgekommen. Also eine neue Season hat angefangen. Es gibt komplett neue Sachen hier in dem neuen Season Pass. Also lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Wir werden heute natürlich wieder alles kaufen. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Wir werden hier wieder richtig Geld ausgeben, Leute. Und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal diesen Season Pass aktivieren. Oh, Leute. Ach, wir haben nicht genug Juwelen. Wir müssen erst neue Juwelen kaufen. Ja, gut, dann komm, wir kaufen nochmal. Wie viel brauchen wir denn dafür? Komm, wir kaufen 5000 Juwelen jetzt nochmal kurz, Leute, weil dann können wir direkt alles durchkaufen. So, Kauf abgeschlossen. 6000 Juwelen haben wir am Start. Zack, wir kaufen den neuen Stumblegeist Season Pass. Let's go! Woo, Baby! Ey, komm, ganz ehrlich, ich würde sagen, wir kaufen den einfach direkt durch. Ja, wir könnten zwar auch alles erspielen, aber ich will den einfach durchkaufen. So, warte, wir kaufen den mal. So, ey, Leute, wir drehen hier wirklich. Also, wenn ich dafür jetzt hier. Hierfür will ich jetzt mindestens 10.000 Likes auf dem Video sehen. Wir spenden hier wieder richtig, Leute. So, zack. Aber dann kann ich euch natürlich auch gleich alles Neue zeigen. Ich hoffe, es gibt auf jeden Fall ein paar neue, coole Skins hier. Ich muss sagen, manche Skins kennt man ja hier schon. Also, ich glaube, das sind nicht alles neue Skins. Und hier, dieser Fuchs und so, das kennt man doch schon. So, hier nochmal eine Breakdance-Animation oder sowas. Den Bauer, den haben wir doch auch schon. Ich weiß, also ich hoffe, es gibt auf jeden Fall mal ein paar neue Skins. Wenn nicht, wäre das ziemlich lost von Stumblegeist, wenn die keine neuen Sachen reingebracht hätten. So, und zack, hier nochmal neue Fußabdrücke. Zufälliger Skin. Oh mein Gott, Leute, wir können so oft das Glücksrad drehen gleich. ich glaube aber, es sind auch keine neuen Special Skins leider reingekommen. Da haben wir ja schon alle. Und hier das letzte, hier gibt es auf jeden Fall nochmal ein Emote. Andere Spieler umarmen. Hä, voll cool. Das müssen wir gleich mal in der Runde ausprobieren. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir holen uns die jetzt einfach mal hier alle. Die ganzen Skins. Wir schauen mal hier. Wir drehen das erste Mal das Glücksrad. Oh, Leute. Was kriegen wir hier? Let's go. Aber den Skin haben wir auch schon. Hm. Okay. So, dann hier nochmal ein gewöhnlicher Skin. Ich hoffe, wir kriegen auch ein paar neue Skins hier mit dazu. Oh. Was kriegen wir, Leute? Der Löwe. Haben wir auch schon. Okay, was ist das hier? Spot-Animation. Macht der hier Liegestützen? Das ist ja cool. Das müssen wir gleich mal checken. Hier Stumble-Tokens nochmal ein paar. So, okay. Hier nochmal ein zufälligen Skin. Oh, hoffentlich. Gönn was Krasses, Bruder. Gönn was Krasses. Krasser Skin. Und let's go. Den haben wir doch auch schon. Hä? Leute, also irgendwie habe ich mir hier ein paar mehr neue Skins erhofft bei der neuen Season. Also der Umarm-Emote und so ist ja alles cool, aber... Also wir können ja mal... Leute, wisst ihr was? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die neue Season von Stumblegeist findet. Okay, den haben wir zum Beispiel noch nicht hier, den Sailor Scene. So, zack, den nehmen wir mal. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die neue Season von Stumblegeist findet. Aber ich finde, es hätten ein paar mehr neue Skins mit dabei sein können. Aber ich bin ehrlich, Leute. Ich mag Stumblegeist übertrieben, macht mir richtig Spaß. Aber ich finde, bei so einer neuen Season... Müssen da mehr neue Skins auch dabei sein. So wie bei Fortnite immer. Also, meine Meinung. Oh, aber ich glaube, das ist ein neuer Skin. Den haben wir nämlich auch noch nicht. Und der sieht auch richtig cool aus hier, der Tiefseetaucher. Okay, der ist nice. Der ist echt cool, der Skin. So, dann hier nochmal Fußabdrücke. Haha. Boah. Ich glaube, damit kann man richtig andere Spieler provozieren, Leute. So, dann hier nochmal schön das Glücksrad wird gespinnt. Oh, komm, gib nochmal so einen neuen Skin wie den Taucher. Kriegen wir nochmal neun, Leute. Der Alien. Nein, den Löwen haben wir schon, den kenne ich. Ja, komm. Schade, den Alien hätte ich gern gehabt. Hier nochmal ein Skin. Oh, dieser General hier. General Admiral. So, den haben wir auch noch nicht. Sehr gut. Officer Lee. So, hier nochmal die Stumble-Tokens nehmen wir mit. Hier kriegen wir nochmal eine Animation. Hier nochmal einen neuen Skin. Ich liebe dieses Glücksrad. Ne? Ich finde das wirklich cool bei Stumblegeist, dass man nie weiß, was man bekommt. Das ist immer so ein bisschen Glückssache. Ist die Biene. Nein, ich hätte gern den Bienentypen gehabt. Hier, die haben wir schon, die gute Dame. Nächste Station hier oder nächstes Level. Was kriegen wir, Leute? Was kriegen wir? Oh, die rote Biene. Ja, den Detective. Oh, den haben wir auch noch nicht. Okay, Leute, also ich habe hier schon... Ich krieg schon so ein paar neue Skins. Ich kriege auf jeden Fall ein paar neue Skins. Ich will mich ja hier nicht zu sehr beschweren. Alter, man hat so viele Glücksrad-Spins hier, wenn man alles durchkauft. Was passiert hier, Leute? Was passiert hier? So. Ah, die haben wir schon. Nichts Besonderes. Hier nochmal ein Emote. Hier nochmal ein Emote. Alter, wie viele Spins wir hier haben. Was ist das denn? So, hier dann den Hund mal nochmal. Was kriegen wir? Oh, den Boxer. Ich glaube, den Boxer haben wir auch noch nicht. Oh, dieser Disco-Man. Der sieht auch cool aus hier.
Ich glaube, den haben wir schon, ja. Hm, die Juwelen. Wir nehmen erstmal so die. Wir packen uns erstmal so die ganzen Juwelen und anderen Sachen. So, zack. Oh, Alter, viele neue Fußabdrücke. Viele Emotes auch, muss ich sagen. Ist cool. Sehr, sehr cool. Okay, wir haben auf jeden Fall hier mal noch einige Sachen am Start. Und den Emote hier, diesen andere Spieler umarmen. Alter, wir haben noch keine Ahnung, wie viele Skins wir hier noch drehen können. Oh mein Gott. Haben wir schon? Ja, haben wir. Zack, zack, komm. Gönn jetzt hier mal diesen Disco-Man. Den Disco-Man hätte ich gerne noch, den Skin, weil den weiß ich auch, den habe ich noch nicht. Und Seville hat den, der sieht richtig cool aus. Ja! Ja! Nice, Leute! Ich wollte ihn da, und ich habe ihn bekommen. Endlich mal Glück gehabt hier. So, dann hier nochmal den Emote, dann hier nochmal neues Glücksrad drehen. So, gönn, Junge. Gönn mal was Gutes jetzt hier nochmal. Gönn! Gönn was Neues, was wir noch nicht haben. Ah, schade. Die rote Biene hätten wir auch noch nicht gehabt. Den haben wir natürlich hier schon. Den Kollegen Schnürschuh. Oh. Die neue Season. Let's go. Ich glaube, den haben wir auch schon. Ja, haben wir auch schon. So. Oh, jetzt hier sogar einen legendären oder epischen Skin können wir hier sogar mehr kriegen. Boah, diesen Hermes da, den kennen wir auch noch nicht. Diesen Götterboten. Okay, die hatten wir auch noch nicht. Also, wir haben schon ein paar neue. Ich will mich gar nicht zu sehr beschweren. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar neue Skins bekommen. Ja, jetzt die Biene. Mr. Biene. Nein, Mr. Chicken. Oh, Mr. Chicken, auch cool. Aber haben wir leider schon. Schade. Ey, wir verkloppen hier den ganzen Season Pass. Geil. Oh, den Clown. Ich glaube, den Clown habe ich tatsächlich auch noch nicht. Den brauchen wir auch noch. Wichtig. Oh, hier der Mr. Green. Auch cool hier in dem grünen Anzug. Warum nicht? Mr. Creamy, den Clown hätte ich auch noch gerne, merke ich gerade. Also diesen Götter, diesen Hermes, diesen Gott, diesen Götterboten und den Clown hätte ich noch gerne. Ja, den haben wir schon hier, den Spezialisten. So. Oh. Alien, Mr. Alien? Nein, es ist Mr. High, den haben wir schon. Mann. Mann, 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 was soll das denn hier? So. Was kriegen wir jetzt? Oh, den Footballspieler glaube ich auch nicht schlecht hier. Ah, der Bauer Gustav, den haben wir schon. Farmer Jeremiah. Oh nein, wir haben nur noch zwei Spins, Leute. Nur noch zwei Spins, komm. Hier muss jetzt noch was Krasses kommen. Ich finde es schade auch, dass es keine neuen Special Skins in der neuen Season gibt. Das wäre cool, wenn es neue geben würde. So, den haben wir auch schon. Duplikat. Und der letzte Spin, meine Freunde. Der letzte Spin hier vom Season Pass. Vom neuen Season Pass. Und den Chicken, den haben wir, glaube ich. Ah, ne, den hatten wir noch nicht hier. Den weißen Chicken hatten wir noch nicht. Aber gut, okay, Leute. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier kurz in unseren Spind rein. Also wir haben schon echt sehr, sehr viele Skins mittlerweile. Auf jeden Fall. Ich glaub, aber es gibt auch einige, die wir tatsächlich noch nicht haben. Also, boah, genau, Leute. Hier, den da haben wir noch nicht. Und den Clown haben wir auch noch nicht. Ich muss öfter diese grünen Dinger drehen. Da haben wir noch nicht so viele Skins. Das sollten wir uns für die nächste Episode noch vornehmen, Leute. Aber heute werden wir erstmal... Was sollen wir für einen Skin spielen hier? Was sollen wir für einen Skin spielen? Ich würde sagen... Komm, zur Feier des Tages nehmen wir mal hier unseren Lieblingsskin. So, was gibt's hier für neue Emotes? Es gibt jetzt auch den Umarmen-Emote. Den sollten wir auch schon auf jeden Fall nehmen. Was ist das denn hier? Wow, Breakdance. Okay, das ist cool. Der Breakdance-Emote. So, dann nehmen wir hier mal den neuen noch mit. Haha, und wir können Leute noch auslachen. Okay, den nehmen wir auch noch mit. Das ist ja cool hier. Was ist das denn hier? Haha, das Heulen ist auch neu. Und Liegestütze. Lol, okay, krass. So, Animation, die Siegesanimation. Yeah, okay, bisschen Breakdancen. Komm, das nehmen wir. So ein bisschen auf Breakdancen angelehnt. Und die Fußabdrücke, da haben wir die Geldscheine. Hier gibt es auch einige neue, und zwar das Haha. Das finde ich schon lustig. Da kann man, glaube ich, schon die anderen Spieler so ein bisschen... Kann man schon so ein bisschen provozieren, Leute. Okay, komm, wir nehmen das Haha. Damit würde ich sagen, sind wir ausgestattet und wir gehen jetzt mal in die Runde rein. Let's go. So, was wird jetzt hier erste Map? Was wird jetzt hier erste Map, Leute? Meine erste Map in der neuen Season. Painsplash. Ich weiß auch gar nicht, ob es neue Maps gibt hier in der neuen Season. Müssen wir mal schauen. Und... Let's go! Oh, da ist sogar ein anderer Ninja hier drin. Alter! Ich bin gar nicht der einzige Ninja. Oh mein Gott, das sind auch Sweater hier, ne? Ich merke doch schon. Ich merke doch schon, das sind Sweater. Guck mal, er will mich boxen. Warum so frech, Junge?
Warum willst du boxen? Ich kann auch zurückboxen. Guck mal. Nein! Ah, schade, schade, Leute. Ich wollte hier so ein bisschen kurz auf dem Rand entlang. Ach, ich Idiot. Ich bin auch ein Bummi, Digga. Ich bin... Was mache ich denn hier gerade? Ich bin so lost. Ey, Bro, ich bin hier gerade Real Rap. Zu lost. Ey! Was hat der denn gegen mich? Der will mich schon die ganze Zeit boxen. Komm doch her, Alter. So, der Ninja, Leute, der ist heute mein Gegner. Der ist mein Gegner hier. Der, den... Bam! Und den habe ich umgehauen. So, wer ist der Nächste, der hier eine kriegt, Leute? Schade. So. Wen hauen wir hier nochmal weg? Wir können auch noch einen anderen Spieler umarmen. Lass mal diesen neuen Umarmungs-Emote probieren. Guck mal, wir haben ihn umarmt. Aber man kann ihn festhalten dadurch. Das ist ja voll overpowered, dieser Umarm-Emote. Habt ihr gesehen? Weil man, es hört sich so nett an, andere Leute zu umarmen, aber man hält die einfach fest. Habt ihr es gesehen? Okay, das ist krass. Man kann damit auch wieder sehr krass sabotieren mit diesem neuen Emote. So, wer ist der Typ hier? Furkan. Furkan. Ah, Furkan. Du willst also hier mit mir, du willst mir also eine... Okay. Du wolltest dich boxen? Kein Problem, wir können uns boxen, Furkan, Junge. So, nächste Map. Was wird die nächste Map sein? Oh, wow, wow. Icy Heights, okay. Icy Heights sollte aber machbar sein. Mann, das triggert mich, dass hier noch so einen anderen crazy Skin gibt. Wir müssen doch, wir sind doch hier immer gerne die Einzigen mit dem guten Skin. Mit dem crazy Skin. Also dieser Furkan ist auch gut, das muss man ihm lassen. Er ist schon hier gut unterwegs. Bei den einen hat es zerscheppert. So, Leute. Bam. Komm, Furkan, komm doch. Komm doch. Ey, ich will ihm eine Umarmung geben. Komm, wir vertragen uns jetzt, Furkan. Wir vertragen uns. Ey, ich wollte ihn umarmen und er boxt mich. Nee, Furkan, nee. So, jetzt habe ich zurückgeboxt. Ha. Er ist nicht reingekommen wegen mir, oder? Ey, wenn er jetzt wegen mir nicht reingekommen ist, dann habe ich ihn so hops genommen. Ja! Oh mein Gott, Leute. Da, ey, ich wollte ihn umarmen. Furkan, wenn du das hier siehst, ich habe dich umarmt. Du hast mich geschlagen. Und deswegen hast du Karma kassiert. Ich habe ihn umgeboxt und in dem Moment sind die anderen angerannt gekommen. Oh mein Gott, ich habe ihn so hops genommen. Wegen mir ist er raus. Oh mein Gott, ich habe ihn hops genommen, Leute. Okay, hier schwierige Map. Late Game, nur einer kann gewinnen. Ich mag das gar nicht so, diese Maps. Ich finde dann eher so dieses so mit Lava und so finde ich cooler. Für so Late Game. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, schwach von mir. Sehr, sehr... Nein, lost. Ja, der eine, oha, dieser andere Blitz-Ninja ist schon übelst weit. Also wenn der jetzt nicht komplett reinchoked, passt das. Ja, das war's komplett, Digga. Das war's, ja. Schade. Der war, muss man sagen, war auch gut. War auch gut, der Typ sei ihm gegönnt. Aber Leute, wir müssen natürlich auch noch einen Win holen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir machen weiter und gehen einfach direkt nochmal in eine Runde rein, Leute. Let's go. So, was kriegen wir jetzt hier für eine Map? Ach, also wirklich so Laser Tracer oder dieses Lava-Spiel. Das finde ich am Ende am coolsten, wo man so aushalten muss. So diese Runs, wo nur einer gewinnen kann, mag ich gar nicht so. Also nicht im Finale. Finale finde ich das nicht so. Ah, okay, Teilfall. Teilfall, easy, Leute. Easy Game. Teilfall. Oh, jetzt bin ich auch hier wieder der Einzige mit Special Skin. Ja, komm, dann. Ich lehne mich hier immer so ein bisschen zurück bei Teilfall. Sollen die mal machen. So, der Weg ist da. So, und kurz abgesaved, Leute. Deswegen einfach Teilfall immer ein bisschen zurücklehnen. Lauft mal vor. Auf entspannt. So, abgesaved. Schauen wir mal, was sind hier für andere Spieler. Gut, ich bin der Einzige, auf jeden Fall der Einzige mit einem Special Skin. Okay, was haben wir als Nächstes? Ah, Over and Under, okay. Sollte machbar sein. Acht Leute können mit. Acht Leute können mit auf die Klassenfahrt. Der Rest muss zu Hause bleiben.
Lost. Au, aua, ey, was mache ich denn hier? Ey, Leute. Manchmal muss man einfach die Prügel bekommen. Manchmal muss man einfach Prügel einstecken bei StumbleGuys. Ha! Nein! Nein, ich dumm. Ich bin so dumm. Abgesaved. Abgesaved, Leute. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, Leute, nur noch 8. Nur noch 8 Paul Birchies. Das ist doch jetzt dann schon wieder das Finale. Das geht ja immer so schnell hier. Pff, schon wieder eine Run-Map. Warum kommen denn jetzt immer diese Run-Maps im Finale? Ich mag die doch gar nicht, Leute. Ach, wenn er schlau ist, hat er sich vorbeigedrückt. Hat er aber nicht. Nee, ja, okay, vorbei, vorbei. Vorbei, die anderen sind vorbeigekommen. Ach Mann, Leute, warum kommen immer die Run-Maps im Finale? Das nervt. Ach Mann, ey. Schon wieder so kurz vor knapp. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine dritte Runde. So, Leute, Cannon Climb, okay. Dann würde ich sagen... Oh nein, ey, ich war rausgetappt. Oh, ich Dummkopf, Leute. Ich war rausgetappt. Oh, ey, was mache ich denn hier? Leute, was mache ich denn hier? Ich will losrennen. Auf einmal, ich mute mich auf Discord. Ah. Oh. So, komm. Jetzt müssen wir hier ordentlich aufholen. Damit wir auf jeden Fall bei den ersten 16 mit dabei sind. Aber easy. So, komm. Und so schön hier unter der Kanone durch. Zack, und abgesaved. So, und du kriegst einen noch rein. Oh mein Gott. Wow, wie viele da jetzt gekommen sind. So, Leute, easy. Nächstes Game. Oh, Pivot Push oder Pivot Push oder wie man das ausspricht. Okay, 8 Leute können mit auf die Klassenfahrt. So, schnell. Ey. Ja, die linke Seite ist stärker. Oh mein Gott, was? Nein. Die sind ja lost hier. So, dann doch hier lieber vorbei. So, jetzt kommen die hier entlang gepusht. Wir laufen hier entlang. So, hier. Kurz warten. Auf entspannter Reno. Wir müssen auf jeden Fall bei den ersten 8 mit dabei sein. Safe. So, sehr gut. Bam. Okay, Leute, wir sind im Game. Bam. Umgehauen. Haha. Und jetzt kommt schon wieder Finale. Ey, ich hoffe, jetzt kommt mal was Gutes. So Lava oder Laser Tracer oder sowas. Komm, Finale. Ja, Mann, Laser Tracer. Okay, komm. Woo, Baby. So, jetzt. Das ist doch mal ein gutes Finale. So wünsche ich mir ein Finale, Leute. Sollen wir ekelhaft spielen mit Leute umboxen oder auf korrekt? Auf Correctness. Komm, wir machen erstmal auf Correctness. Okay, oh mein Gott, 2 hat's schon erwischt, lol. Okay, wir machen jetzt doch nicht mehr auf Correctness. Oh! Oh mein Gott, hä? Letzter Gegner. Okay, das war jetzt easy. Leute, wir haben Win geholt in der neuen Season in StumbleGuys, haben den Battle Pass durchgekauft. Wenn ihr es gefeiert habt, dann lasst mal ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crymax.